Makrelen auf den Grill ist was ganz Leckeres. Vor allem, wenn man sie super lecker würzen tut. Ne? Und das mache ich ja natürlich. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt bei meinem YouTube-Kanal Holgers Grill und Erlebnistouren. Ja, die Sonne hat geschienen. Es hat die Sonne geschienen, als ich drinnen angefangen habe mit meinem Kartoffelsalat, mit den Vorarbeiten. Und jetzt, wie ich alles rausgetragen habe und ja, und fange an mit meinem Video, jetzt fängt plötzlich das Schütten an aus Eimern. Das ist unglaublich. Aber wir fangen jetzt trotzdem an. Hallo bei Holgers Grillen. Ja, der Regen macht natürlich meine Tonqualität, die sowieso immer nicht so berauschend ist, nicht gut ist, noch schlechter, aber ich versuche jetzt mein Bestes für euch zu geben, okay? Los geht's! Ich stelle euch jetzt einmal hier aus der Nähe alles vor. Ich habe da ein paar Grillpatschen hergelegt, für jede Makrele eine Grillpatsche. Und da sind die Makrelen, ja, die haben so ungefähr ein Kilo. Aber das steht dann alles genauer in mein Rezept. Dann habe ich hier Zwiebeln mit gepresstem Knoblauch. Ich habe hier weich gekochte Eier. Ja, die müssen richtig schön weich matschig sein. Also so mag ich das im Kartoffelsalat. Ich mache meinen Kartoffelsalat genauso, wie ich ihn heute zeige. Ja, wie ich das heute euch vormache. Dann habe ich hier Kartoffeln und Karotten weich gekocht. So, da drin habe ich auch im Kräuteressig. Da habe ich Olivenöl. Da habe ich auch in Mayonnaise, da habe ich Senf, mittelscharfes Senf, ja, und da ist Gurken plus Gurkenwasser. So, den Salat, das kommt jetzt alles da rein, das werden wir jetzt alles vermischen in den Salat. Wird ein wenig mit Salz und Pfeffer gewürzt und ein wenig mit dem Salatgewürz, mit einer Gewürzmischung, ja, von Locoma. Ihr könnt da mal schnell lesen, was da hinten drin ist, was drauf ist, drin ist, ja. Das kommt da mit rein. Da wird er richtig edel, mein Kartoffelsalat, ja. Also, mischen wir erstmal den Kartoffelsalat zusammen, denn der muss ja ein paar Stunden noch durchziehen. Die Fische, die sind angefrostet, also denen passiert nichts. Die tue ich jetzt dann wieder in einen Kühlschrank, wenn ich dann den Kartoffelsalat fertig habe. Zu den Kartoffeln und den Karotten kommt jetzt erstmal ein großer Esslöffel vom Salatgewürz, dann natürlich etwas Salz und Pfeffer. Wenn man den ein paar Stunden dann durchziehen lässt, muss man natürlich dann am Schluss noch einmal abschmecken, ob man eventuell noch ein wenig nachwürzen möchte. Ja? So, dann kommen hier meine schönen weich gekochten Eier mit rein. So wird er richtig lecker, wirklich. Die Eier müssen richtig schön weich gekocht sein. Glaubt mir, macht das einmal nach. Ihr werdet ihn lieben. So, der Knoblauch und die Zwiebel. Die Gurken und das Gurkenwasser. Dann haben wir hier den Kräuteressig. Das Olivenöl, ja, das ist ganz praktisch, ne? Man kippt einfach alles in die Schüssel, die Mayonnaise, der meiste Herbert macht immer das Kartoffelschälen, ich mag das immer nicht, aber okay, wo sein muss, muss sein, gell? So, der Senf noch mit dazu. Und dann wird das alles kräftig einmal rumgerührt. Und natürlich dann abgeschmeckt. So, jetzt habe ich noch kräftig rumgerührt. Und glaubt mir, er schmeckt so Weltklasse, ja. Auch wenn er vielleicht für euch nicht so ausschaut, aber der ist wirklich fantastisch. Und ich schmecke ihn jetzt für euch einmal schnell ab. Ja, die Kartoffelsalatprobe. Hm. Hm.
Der kommt jetzt für mindestens 5-6 Stunden in den Kühlschrank. Wir haben ja noch früh am Morgen. Ja, bei einem Scheißwetter. Und wenn ich Glück habe, dann scheint vielleicht bis heute Abend wieder ein bisschen die Sonne, wenn ich dann den Grill anschüre. Die Fische kommen natürlich auch wieder mit in den Kühlschrank. Die habe ich nur kurz mit rausgebracht zur Präsentation. Und dann, ja, alles ab in den Kühlschrank und dann geht es später an den Grill. Der Anzündkamin im Kugelgrill ist gefüllt mit Buchenholz. Holzkohle aus Buchenholz, jawohl. Und ja, und wenn die durchgeglüht sind, dann geht's los auf den Grill. In der Zeit werden wir jetzt die Makrelen würzen. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich das mache. Da nehme ich einmal die erste Makrele jetzt raus. Ja, ich öffne den Bauch und tue natürlich kräftig Gewürz hinein. Jetzt sagen immer viele, wenn man außen die Haut würzt, ja, das bringt ja nichts, das bringt ja keinen Geschmack. Ja. Die meisten tun sowieso die Haut weg und essen sie gar nicht mit. Ich persönlich mache die Haut, ich esse die mit. Ich schneide außen jetzt ein paar so Riefen rein, ein paar so Streifen. Ja. Und du dann da ein wenig vom Gewürz drauf und reibt es ein bisschen ein. Also innen im Bauch richtig kräftig würzen und dann von außen ganz leicht ein bisschen würzen. Das mache ich natürlich bei allen jetzt, auf beiden Seiten und dann, ja, dann war es das schon. Ja, und wenn wir dann die Makrelen alle großzügig mit meinem Holgers Grillen Fisch und Meeresfrüchtegewürz gewürzt hat, ja, da steht natürlich auch hinten drauf, wo es drin ist, ja. Dann nimmt man die Bacella, die Fischbacella, und legt immer eine Makrele in eine hinein. Verschließt sie und fertig. Und das machen wir natürlich auch mit allen Vieren. Und wie ihr seht, war ich mit dem Würzen. So, bitteschön. Würzen schneller, als natürlich die Holzkohle durchgeglüht ist. Aber die braucht jetzt auch nicht mehr allzu lang. Und die Makrelen sind in der Startposition. Ja, am besten zieht man ein paar Handschuhe an während des Grillens. Da braucht man keine Grillzange. Dann nimmt man einfach die Handschuhe. Und die Fische tut man dann immer ein bisschen hin und her wechseln. Weil in der Mitte ist mehr Hitze wie außen, ja? Und das tue ich so alle 1-2 Minuten durch den Momenten und wechseln. So, schauen wir mal aus der Nähe. Es kann natürlich auch passieren, dass jetzt dann Flammen nach oben steigen, ja. Und dann macht man einfach mal den Deckel drauf und dann ist gut, ja. Man muss bloß wirklich immer hier in der Nähe sein und immer wieder mal die Fische wenden und drehen. Mit Handschuh geht es wirklich hervorragend. Die von der Mitte tue ich jetzt nach außen. Die von außen in die Mitte. Da ist die Batschen aufgegangen. So. Ja, kleiner Unfall am Grill. Ah, wunderbar. So länger wie 10, 12, 14 Minuten wird es nicht dauern. Es geht ruckzuck und ihr seht schon die in der Mitte, die sind ruckzuck, außer wenn dunkler. Ich habe sie ja gerade getauscht. Jetzt sind sie ja in der Mitte und die anderen außen. Jawohl. Ah, wow, wunderbar. Genau so will ich sie haben. Außen die Haut, aber knusprig. Wunderbar. Oh, schau da mal. Also ich mag das wirklich so. Wirklich. Boah, geil. So, da werden wir mal schneller mal was probieren, gell?
Ja, ich habe jetzt schnell die von der Mitte runter, die zwei Fische, die sind nicht verbrennen, ja. Dunkel mache ich es ja nicht, mache ich es ja, aber nicht komplett schwarz. So. Wunderbares, schönes, saftiges Fleisch mit knuspriger Haut. Ich muss mich jetzt beeilen, dass die Fische nicht kalt sind. Ich will sie ja servieren. Und ja, ich freue mich über einen Daumen für euch, wenn euch mein Video gefallen hat. Und ja, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder bei mir dabei seid. Das war's. Forellen, Makrelen grillen mit Kartoffelsalat. Rezept steht unten drunter. Ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Holger.